Diese Kamera hier kostet 11.700 Euro und hier zeige ich dir, was du machen musst, um sie dir kaufen zu können. Erstens, hör auf zu glauben, dass gute Arbeit und Empfehlungen ausreichen. Empfehlungen und Bestandskunden alleine reichen nicht, um wirklich planbar monatlich hohe Umsätze zu erzielen. Sonst kannst du nicht in Wachstum und Equipment investieren, weil dir nämlich die Sicherheit fehlt. Zweitens, stelle dir immer die Frage, ob du einfach das annimmst, was reinkommt, oder ob du dir deine Kunden aussuchst. Wenn du deine Messlatte so setzt, dass du nur Kunden akquirierst, die monatlich 3.000 bis 5.000 Euro als Videoretainer bei dir buchen, dann hast du automatisch die Basis dafür geschaffen, um zum Beispiel Werbefilme für 20.000 Euro als Upsell anzubieten. Drittens, such dir Unternehmen, die bereits aktiv Social Media nutzen, und stelle ihnen einfach die Frage, ob es interessant wäre, einen noch höheren Return on Invest damit zu erzielen. Führe dann ein Vorgespräch und anschließend einen Sales Call, um einen Video-Retainer zu verkaufen. Wir haben bereits mit 400 Filmmachern gearbeitet und die allermeisten nutzen das Video-Retainer-Konzept, um feste und planbare Einnahmen von 3.000 bis 7.000 Euro monatlich pro Kunde zu erzielen. Also nutze jetzt deine Chance und trag dich ein auf www.video-retainer.de für eine kostenfreie Retainer-Beratung, wo wir mit dir zusammen schauen, wie du das Retainer-Konzept für dich einsetzen kannst, damit auch du höhere Liquidität durch konstante Einnahmen sowie mehr Planbarkeit und Sicherheit hast. Und das Beste, selbst in der aktuellen Zeit gehen Video-Retainer weg wie warme Semmeln. Also warte nicht zu lang und trag dich jetzt ein unter www.video-retainer.de.